Okay, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Videotutorial-Reihe zum Thema heißen Draht oder was bastel ich mit Elektronik? Im ersten Teil haben wir festgestellt, dass der heiße Draht zwar gut funktioniert, aber wenn dieser Draht hier leicht oxidiert ist oder wenn der Kontakt nur ganz kurz zustande kommt, reagiert vor allem der Summer viel zu langsam. Deswegen habe ich einen Transistor hier eingebaut. Ein Transistor, ihr seht es nach dem Schaltplan, hat einzig und allein die Aufgabe, zu schalten oder etwas zu verstärken. In diesem Fall soll es eine Verstärkung des hohen Widerstandes sein, der hier zustande kommt, wenn der Draht geschlossen wird, bei einem kurzen Kontakt, diesen aufzunehmen, zu verstärken und dadurch den Fehler eindeutiger anzuzeigen. Ich zeige es euch mal. Ihr seht also bei ganz kurzen Berührungen. Summt der Summer und die LED leuchtet. Allerdings muss man sagen, das ist immer noch viel zu kurz. Mit der Hitze des Gefechts, wenn so der Lautstärkepegel drumherum zu hoch ist, reicht auch die Schaltung nicht. Deswegen wollen wir als nächstes einen Kondensator einbauen. Ich zeige euch erstmal, wie das Ganze funktioniert, anhand eines Schaltplanes. Wir haben hier wieder unseren heißen Draht, hier unsere Spannungsquelle mit plus 9 Volt, einen Schalter zum Ein- und Ausschalten, ist ja klar, wir spielen mal eine Weile wegstellen. Ich zeichne wieder die technische Stromrichtung ein und nicht die physikalische Stromrichtung. Also mein Strom fließt. Und zwar bis zu meinem Widerstand, zu meinem Summer und zu meinem Transistor. Natürlich wieder ein Vorwiderstand mit 470 Ohm, sonst geht meine LED flöten, also kaputt. Der Summer braucht keinen. Darf sogar gar keinen haben. Jetzt sind wir hier beim Transistor, diesem Bauteil, aus dem Computer gebaut werden und eigentlich unsere halbe Welt besteht. Der Transistor hat hier eine Sperrfläche und der Strom oder die Spannung kann nur bis zu dieser Stelle gelangen. Ab hier ist zu. Also so fließt kein Strom. Unser Pluspol geht weiter zum heißen Draht. Wird nun ein Fehler gemacht und der Stromkreis geschlossen, kriegt unser Transistor an der Basis über einen Vorwiderstand mit 39 Kiloohm, damit der Transistor nicht kaputt geht, Spannung. Und jetzt passiert im Transistor Folgendes. Diese Fläche hier wird leitend. Der Strom kann ungehindert zum Minuspol fließen. Aber nicht nur das. Der Strom kommt von hier oben und zusätzlich dieser Strom, der von hier kommt, geht nun zusammen in diese Richtung. Also ein Transistor ist nichts anderes als ein Verstärker, der es also möglich macht, durch eine kleine Spannung was Großes zu schalten bzw. zu verstärken. In diesem Fall ist ein ganz kurzer Kontakt oder ein oxidierter Draht ein sehr hoher Widerstand, aber das ist dem Transistor egal, denn er lässt diese Spannung durch. Egal wie korrodiert oder verrostet oder grünspannend der Draht eingesetzt hat oder wie kurz die Berührung ist. Also eine super Lösung eigentlich. Ganz einfach zum Nachbauen. Aber auch hier habt ihr gesehen, dass die Berührung, wenn sie ganz kurz ist, eigentlich nicht immer offensichtlich ist. Das wollen wir im nächsten Teil beheben mit einem Kondensator. Also, besucht mich auf www.kreativekiste.de, wo ihr noch viel mehr Bastelanleitungen findet.